Im Grunde muss man sich die Aktienmärkte eigentlich vorstellen wie einen Drogensüchtigen. Stets muss der nächste Kick her, stets muss es eine Begründung geben, warum die Kurse ständig steigen. Und lange Zeit war das die Frage der Liquidität, also des billigen Geldes. Und kein Wunder, dass die US-Aktienmärkte neue Allzeithochs erreicht hatten, als die Fed wegen Corona die Zinsen auf Null gesenkt hat und massiv Liquidität ins System gepumpt hat. Dann also hurra, die Droge war in Übermaß vorhanden, alle wie auf Steroid sozusagen, hurra, jetzt kann es nur nach oben gehen. Es ging nach oben, dann allerdings 2022 waren die Märkte auf Entzug, die Fed hob die Zinsen an, dementsprechend das Jahr 2022 jetzt nicht so toll übergeordnet. Dann aber hat man entdeckt, ja, aber diese Droge, die könnte bald wiederkommen, zumindest könnte der Drogenentzug weniger werden, also die Zinsen fallen, damit das Geld wieder billiger werden, das war das eine. Und dann hat man die neue Superdroge gefunden, das ist die KI-Euphorie, also die Vorstellung, dass mit KI alles komplett anders wird, der totale Gamechanger kommt, Produktivität, Effektivität, wir brauchen gar keine Mitarbeiter mehr, macht alles KI, also werden die Unternehmen wahnsinnige Produktivitätszuwächse machen, dieses Narrativ wird nicht stimmen, aber es wird eben gespielt. Also die neue Superdroge kaschiert jetzt sozusagen, dass die Aussicht auf die andere Droge deutlich geringer geworden ist, nämlich auf die sinkenden Zinsen und damit das billigere Geld. Und dieser Widerspruch, der könnte sich auflösen, wenn man feststellt, dass die neue Superdroge, nämlich die KI-Euphorie, vielleicht doch nicht ganz so gesundheitsförderlich ist, wie man gedacht hat, dass also die Dinge vielleicht doch nicht so revolutionär sind. Da wird sich vieles ändern durch KI, keine Frage, aber vielleicht eben nicht so viel, wie die Märkte sich derzeit vorstellen. Wir wollen uns mal die Gemengelage anschauen im Vorfeld der Nvidia-Zahlen, die eine sehr harte Belastungsprobe werden nächste Woche, ob diese KI-Euphorie in diesem Umfang aufrechterhalten werden kann. Und dass die Märkte heute nach oben gehen, hängt eben vor allem an dieser neuen KI-Droge. Dazu gleich mehr. Hier sagt zum Beispiel ein Analyst, ja, derzeit dreht sich ja alles um die Magnificent Seven, nehmen wir mal Tesla mit raus, vielleicht sogar Apple auch schon. Aber was passiert, wenn das Zinsnarrativ wieder nach oben kommt als der Faktor für die Aktienmärkte? Normalerweise ist dieses Zinsnarrativ natürlich wichtig, weil es die Frage der Liquidität unmittelbar tangiert. Hier sehen wir mal den S&P 500 und die invertierte 10-jährige Anleiherendite, jahrelang parallel gelaufen, jetzt nicht mehr. Dann typisch ein Kommentar hier bei Finanzmarktwelt, stimmt die These, Zinsen higher for longer ist sinkender Aktienmarkt? Nein, so dieser Kommentator, der S&P erreichte 5000 trotz hohem Zinsniveau. Stimmt die These, Zinsen steigen an, Aktienmärkte fallen, gesehen ab seit März 2022? Nein, die Indizes sind allesamt in diesem Zeitraum gestiegen, seit die Fed die Zinsen erhöht. Naja, 2022 sind wir jetzt nicht so gestiegen, übergeordnet. Da hatten wir unsere Rallyes zwischendurch, aber übergeordnet ging es nach unten. Ich votiere folgerichtig dafür, dass Fugmann das durchgehende Mantra Zins beeinflusst Aktienindizes nicht mehr anwendet. Das ist mittlerweile einfach falsch. Aha, diesmal ist alles anders. Sie merken das Argument, wer Fugmanns Einlassungen dazu verwendet hat, Aktien zu shorten etc. etc., der liegt seit 2 Jahren im Verlust. Es war unmöglich, aus dem Marktgeflüster echt erfolgsversprechende Tipps zu entnehmen. Vielleicht nur ein kleiner Einwand, ich gebe eigentlich keine Tipps. Das zeigt dieses grundsätzliche Missverständnis auch meiner Videos. Es geht nicht darum, wenn Sie dieses Video gucken, aus meiner Sicht zumindest, irgendwelche Tipps zu bekommen, was Sie machen sollen oder nicht machen sollen, sondern ich versuche Informationen zu geben, die Sie vielleicht woanders nicht bekommen, eine Seite der Medaille zu zeigen, die vielleicht nicht wirklich beleuchtet wird. Auch Hinweise wie überkaufte oder überverkaufte Marktsituationen lassen keinerlei Rückschlüsse auf künftige Marktentwicklungen zu, genauso wie Wasserstandsmeldungen wie den WIX. Okay, das ist mal ein Statement. Wie gesagt, nicht ganz zutreffend in der Sachlage, aber sei es drum, vielleicht ist dieser Kommentator hier noch nicht so lange an der Börse, keine Ahnung. Jedenfalls sehen wir das jetzt, wenn die Zinsfrage in den Blick kommt, die Anleihemärkte, sprich also die Kapitalmarktzinsen, jetzt wieder da sind wie im Dezember oder an der Stelle sind wir, wo wir schon im Dezember 2023 waren, als Paul diese Zinssenkungen erstmals indirekt ins Spiel gebracht hatte. Wir sehen die 30-jährige Mortgage Rate, also die Hypothekenzinsen, auf dem höchsten Stand seit 2 Monaten. Die Wirtschaft ist vielleicht in einer neuen Situation, auch strukturell, so sagt hier Citi-Analyste Hollenhorst und Clark.
Und zwar, dass die Inflation dauerhaft höher bleibt und volatiler ist, sodass die Fed möglicherweise eben dieses Higher for Longer durchziehen wird, was dann wiederum zu einer Rezession führen kann. Das ist eine durchaus nachvollziehbare Schlussfolgerung. Allerdings steht eben auch die Frage der Schulden in den USA im Fokus, nachdem man schon 1 Billion an Zinsen bezahlen muss. Und das Ganze wird immer problematischer, denn hier sehen wir mal die Staatseinnahmen und Staatsausgaben in den USA von 2001 bis 2022 und wir sehen, die Ausgaben liegen konstant weit über den Einnahmen. Das ist das riesige Problem und vor allem hier die Steuersenkungen noch unter der Administration Trump und Trump will ja die Steuern noch weiter senken, die Unternehmenssteuern sind hier gemeint und dementsprechend gehen eben die Steuereinnahmen zurück. Und jedes Mal, wenn die Steuereinnahmen zurückgingen, dann sind die USA in eine Rezession gefallen. Diesmal ist alles anders, thanks to Bidenomics. So ein Kommentator, aber nochmal zurück zu dieser Inflation, warum die strukturell bedingt ist. Das ist eben einerseits Demografie, Deglobalisierung, Dekarbonisierung sind hier entscheidende Stichworte, aber vor allem auch Nachfrage. Und hier sehen wir mal, was die Inflation in den letzten Jahren beeinflusst hat. Nachfrage oder Angebot in Corona war zu wenig Angebot da, klar, Lockdowns, also schossen die Preise für das weniger gewordene Angebot nach oben. Jetzt haben wir im Grunde keinen Angebotsengpass mehr, aber die Nachfrage ist nach wie vor hoch, sodass die Inflation eben nicht verschwindet. Und diese Nachfrage entsteht eben auch durch die sogenannten Financial Conditions. Hier sehen wir mal den Vergleich. Financial Conditions sind lockerer geworden. Dementsprechend sind die Wirtschaftsdaten aus den USA besser geworden. Bessere Wirtschaftsdaten heißt wieder anziehende Nachfrage. Anziehende Nachfrage führt latent zu Inflation, das ist das Muster und das hat mit dem Shiromi zu tun. Und wenn die Inflation eben gestiegen ist, müssen die Arbeitnehmer mehr verdienen, sonst kann man sich das Leben nicht mehr leisten. Hier sehen wir mal Small Businesses, die sagen, ich werde in den nächsten 3 Monaten die Löhne erhöhen müssen, schon wegen dem Arbeitskräftemangel, ist wieder deutlich nach oben gegangen. Das bedeutet wiederum für die Unternehmen höhere Kosten. Hier sehen wir diese Spirale. Höhere Löhne heißen höhere Kosten für die Businesses. Das heißt, die müssen die Preise erhöhen, um diese höheren Kosten irgendwie in den Griff zu kriegen. Das wiederum hat für die Konsumenten zur Folge, dass die Lebenshaltungskosten steigen, was dann wiederum dazu führt, dass sie ihre Löhne steigen sehen müssen, sonst können sie nicht mehr mitkommen. Und wir haben ja jetzt bei den Arbeitsmarktdaten zuletzt gesehen, die Löhne mit plus 0,6 zum Vormonat gestiegen. Das war ein Riesenschnaps aus der Pulle, klingt nicht viel, 0,6, aber zum Vormonat ist das echt ein richtiger Schnaps, der hier der Fall war. Und wir haben das eben auch gesehen, dass die Preiskomponente im ISM Index Service deutlich nach oben gegangen ist und diese Preiskomponente ist stets ein Vorläufer gewesen für das, was dann mit der Inflation passiert ist. Also das sollten wir sehr ernst nehmen, dass dieser Inflationsdruck weiter sehr, sehr stark ist. Und der Schrumi, der sagt, ich habe es gewusst, der hat sich nämlich mit den US-Demokraten hinter verschlossenen Türen getroffen und hat da einem Abgeordneten aus Massachusetts gesagt, ja, das war diese Inflationszahlen, die wir jetzt hatten, die ja höher waren als erwartet, die waren konsistent mit dem, was wir antizipiert hatten. Das ist also schon mal eine interessante Aussage. Die Fed scheint nicht überrascht gewesen zu sein, wahrscheinlich, weil sie die Stundenlöhne bei den Arbeitsmarktdaten ernst genommen hat, den ISM-Index, die Preiskomponente ernst genommen hat, anders als die Märkte, die das immer schnell beiseite wischen und natürlich gerne darauf hören, was etwa Goolsbee sagt, das mit Abstand doofste Mitglied innerhalb der Fed, der sagte, ja, wir brauchen vielleicht nicht warten, bis die Inflation bei 2% ist, bis wir die Zinsen senken. Das ist das, was Powell im Dezember gesagt hat, was aber jetzt nicht mehr mehrheitsfähig ist innerhalb der Fed. Also wir sehen, wir haben strukturelle Ursachen einer nicht wirklich nachlassenden Inflation. Und solange die Wirtschaft nicht deutlich nachlässt, wird es auch mit der Inflation nicht so wirklich sein. Und wir haben auf der anderen Seite jetzt eben die neue Superdroge. Diese Superdroge hat den Namen KI und ist sozusagen symbolisiert durch Nvidia. Hier sehen wir mal den Chartvergleich zwischen Cisco aus dem Jahr 2000 und Nvidia derzeit. Immer neue Analysen oder immer neue Aufstufungen, Kursziele werden erhöht derzeit für Nvidia, wie gesagt, vor den Zahlen nächste Woche. Nvidia hat jetzt in den letzten 40 Tagen alleine mehr an Marktkapitalisierung gewonnen als Cisco auf dem Hochpunkt seiner
Marktkapitalisierung jemals gehabt hat. Und heute sehen wir dann ein Phänomen wie zum Beispiel Supermicrocomputer, die wieder deutlich steigen mit einem RSI von 96, also maßlos überkauft sind, spielt keine Rolle, weil es ist ja KI, Geld, Droge muss wirken, alles geht nach oben, aber dass die Droge vielleicht dann doch einen schalen Beigeschmack hat oder irgendwie dann gewisse Nebeneffekte hat, die vielleicht unschön sind, weil sie den Dauerrausch nicht aufrechterhalten können, sehen wir gerade bei Microsoft. Copilot, der KI-Assistent von Microsoft, bekommt immer schlechtere Kritiken. Auch ChatGPT übrigens in der nicht kostenpflichtigen Version wird eher schwächer als besser. Liegt an Serverkapazitäten wahrscheinlich, aber hier Microsoft, da ist die Rezeption dieses KI-Produkts, das ja auch ein Gamechanger sein soll, jetzt nicht so wirklich toll, dass man sagt, wow, das ändert ja alles. Jetzt kommen wir in eine schwächere Phase. Hier habe ich mal die zweite Hälfte des Februars gezeichnet oder in Grafiken hier zeige ich Ihnen, die zeigen, wie es normalerweise saisonal im Februar weitergeht. Heißt nicht, dass es diesmal auch so kommen muss, aber saisonal sehen wir, ist eher eine schwächere Phase, die hier ansteht. Wie gesagt, muss diesmal nicht alles so sein, aber wir sehen ja schon gewisse Warnsignale. Wir sehen steigende Kapitalmarktzinsen, auch wenn es heute wieder ein bisschen nach unten geht, nach dem sehr starken Anstieg gestern nach den Inflationszahlen. Wir haben gesehen, dass im Grunde seit Jahresbeginn der Marktbreite schwächer wird. Wir sehen, dass der Dollar stärker wird. Wir sehen, dass Newsletter-Autoren extrem bullisch sind, so bullisch wie seit Jahren nicht mehr. Also es gibt da schon ein paar Warnsignale, auch der VIX, der heute auch wieder zurückgeht nach seinem massiven Sprung, gestern teilweise 23% im Plus, aber der VIX macht keine neuen Tiefs, während der S&P 500 neue Allzeithochs macht. Auch das sagt der Sentiment Trader, ist eine Divergenz, die normalerweise jetzt nicht so ein gutes Zeichen ist und wichtig ist neben Nvidia natürlich das, was die alten Dickfische, die alten Generäle des Marktes wie Apple hier dann zeigen. Und hier sehen wir, Apple ist heute wieder mal durch die 200-Tages-Linie gefallen. Das ist jetzt in letzter Zeit schon viermal passiert. Immer hat man es geschafft, dann wieder nach oben zu bomben. Heute auch wieder negativ Apple mit dieser gigantischen Marktkapitalisierung. Und es ist durchaus möglich, nachdem wir gestern diesen Trendkanal nochmal haben verteidigen können im S&P 500, dass wir jetzt nochmal zur oberen Begrenzung dieses Trendkanals laufen. Kann man überhaupt nicht ausschließen. KI, KI, KI. Sie müssen es nur oft genug sagen, meine Damen und Herren. Dann steigen die Aktienmärkte heute Vormittag, vor allem US-Zeit. Da gab es ziemlich viel Volatilität, weil eben die VIX heute ausläuft. VIXpiration, wie die Amerikaner sagen, also die Kontrakte auf den VIX, auf das Volatilitätsbarometer sind ausgelaufen. Abschließend, meine Damen und Herren, noch eine interessante Headline, die ich heute gefunden habe. Atlantik-Kollaps mit schweren Folgen für Europa droht. Forscher warnen, es wird verheerend sein. Kipppunkt erreicht. Aber diesmal geht es nicht darum, dass die Erde sich weiter erwärmt, sondern dass sie sich rapide abkühlen könnte. Denn ein Computermodell sagt den Zusammenbruch wichtiger Meeresströmungen voraus. In Teilen Europas könnten die Temperaturen um 15 Grad sinken. Wir wissen ja, El Niño und diese Geschichten spielen eine sehr wichtige Rolle für das Klima. Dementsprechend, wenn da wirklich diese These stimmen wird und die Forscher sagen, wir wissen nicht, ob das in einem Jahr oder in 100 Jahren oder in 150 Jahren ist, aber es ist zumindest eine Geschichte, die passieren kann, so sagen diese Forscher, dann könnten wir diese ganzen Headlines mit der ewigen Erderwärmung und heißestes Jahr, das könnten wir ziemlich entspannt eine Pfeife rauchen und könnten uns fragen, warum wir nicht mehr CO2 in die Luft gepumpt haben. Nicht wahr? Dann hätten wir wenigstens diese Temperaturabkühlung ein bisschen gemildert. Nein, aber das ist natürlich geil. Also seien Sie mir nicht böse, aber das muss einmal sein. Eine bisschen kritische Anmerkung zur Klimahysterie. Hier sehen wir, deutsche Wirtschaft entwickelt sich dramatisch schlecht. Wer sagt das? Der Roberto Habeck. Und woran liegt, sagt der Robert. Der Robert sagt, ja, das ist vor allem wegen dem Bundesverfassungsgerichtsurteil, gell? Sonst hätten wir ja noch viel mehr neue Schulden machen können über Sondervermögen, jetzt können wir das nicht, gell? Und jetzt geht es der Wirtschaft schlecht, ja. Wir sehen heute Industrieproduktion in Europa, die wächst, nur in Deutschland schrumpft sie oder vorwiegend in Deutschland schrumpft sie. Continental heute mit neuer Hiobsbotschaft, 7150 Stellen werden gestrichen, aber Habeck stellt nicht die Frage, ob vielleicht auch die Politik der Bundesregierung damit etwas zu tun hat. Das ist gleichzeitig die erste Leseempfehlung, meine Damen und Herren, Artikelempfehlung. Und die zweite ist der geniale Nvidia raus. Schauen Sie mal, die Euphorie, die KI-Euphorie der Analysten grenzenlos geradezu. Das ist die zweite Empfehlung und jetzt sage ich Servus und Ciao.